Hier zeige ich Ihnen eine Kinomaschine, die etwa 1980 in der Tschechoslowakei hergestellt wurde, die Meo 5XB. Diese Maschine wurde in großen Stückzahlen für den gesamten Ostblock hergestellt. Natürlich fand man das Gerät auch hier an der Zonengrenze in vielen deutschen Filmtheatern. Mit dem Gerät konnte man 1800 Meter Spulen fahren, das bedeutet, eine Spule läuft eine Stunde. Gab es dann noch eine zweite Maschine mit der gleichen Spule, dann waren 2 Stunden möglich, 2 Stunden Programm mit 2 Maschinen vollautomatisch möglich. Diese Maschine war eine automatische Maschine, man konnte mit ihr auch zurückspulen und man brauchte nur einen Knopf drücken, dann lief die Maschine an, sie schaltete den Ton ein und sie schaltete auch die Lampe ein. Es bestand aber auch die Möglichkeit, nur mit einer Maschine zu arbeiten. Dann arbeitete man mit einem Filmteller. Ein Filmteller, da lag der Film auf einem Teller, der sich drehte. Und da passte dann das ganze Programm drauf. Also 2, 2,5 Stunden auf einem Teller. Und diese Tellermaschine hatte mehrere Ebenen. Man fuhr dann von oben nach unten oder von unten nach oben. Und der Film musste nicht mehr umgespult werden, so wie hier. Wir spulen jetzt aber hier mal um, zurück nach oben und dann fädel ich noch mal neu ein. Ich nehme jetzt den Film mal raus und dann spulen wir mal zurück. Ich habe jetzt den Film zum Umspulen eingelegt und wenn ich hier starte, dann spult die Maschine automatisch um bis zum Ende und schaltet sich dann ab. Hier ist ein Schalter und dieser Schalter merkt, wenn kein Film mehr da ist und dann schaltet sich das Gerät ab. Ich schalte das Gerät wieder aus. Und ich werde jetzt den Film neu einlegen. Der Film ist jetzt umgespult und jetzt lege ich den Film neu ein. Bei Cinemascope-Filmen musste der Vorführer dann dieses Objektiv noch einschränken. Das musste von Hand gemacht werden. Diese Maschine konnte das noch nicht automatisch. Spätere Maschinen konnten das automatisch. Hier auf der Bedientafel ist eine grüne Lampe und wenn diese Lampe brennt, dann ist die Maschine einsatzbereit.
Und oben links die schwarze Taste, das ist dann der automatische Start, wenn ich die jetzt drücke, dann läuft der Motor an und die Lampe kommt automatisch und der Ton auch. Hier kann ich die Maschine ausschalten.